Moin zusammen und willkommen zurück zu Outward Definitive Edition. Wieso habe ich ein Schwert an? Ach ja, genau, wegen dem Rückweg. Passt. Wo waren wir stehen geblieben letzte Folge? Wir waren im Berg jetzt angekommen, haben einige Runen gelernt, also für Runenkonstellationen, also Zauber, die man aneinander reihen kann. Schwieriges Wort hier, oder was? Und jetzt folgendes Problem. Wir haben nicht genug Geld gehabt, nicht genug Geld mitgenommen, beziehungsweise nicht genug Geld gehabt, so. Und jetzt stellt sich die Frage, wie verfahren wir am besten weiter? Es ist Nacht, Nacht ist immer schlecht zu sehen und ich habe keinen Mana. Das heißt, ich würde als allererstes mal sagen, wir probieren das Luxuszelt aus. Das kann man ja überall aufbauen und überall wieder auseinandernehmen. Schlafen wir erstmal bis zum nächsten Morgen. Doch gucken wir mal, was haben wir hier? Okay, passt. Auf dem Weg nach Berg hin haben wir dieses Gebetsclaimer dort gefunden. Was gerade zu sehen war. Und ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich es verkaufen soll oder ob ich es behalten soll, weil es eine ziemlich schnelle Zweihandwaffe ist. Aber da ich ja mit Zweihand absolut so gut wie nie am Kämpfen bin, ist die Tendenz, es zu verkaufen, eher als es zu behalten. So, Mana haben wir wieder, das ist gut. Jetzt müssen wir mal einen Schluck trinken. So, dann können wir das auch mal abbauen. Jetzt. Wir brauchen noch weiteres Geld, um weitere Zauber zu lernen. Und meine Überlegung war, wir gehen einfach hier in der Umgebung um Berg. Und schau mal, wie viel wir so zusammenkriegen. Letzte Folge habe ich ein bisschen dumm gekämpft bei manchen Tieren und bei manchen Gegnern, was dann dafür gesorgt hat, dass ich kein Mana mehr hatte. Letzte Folge. Da muss ich aufpassen. So, und als allererstes jetzt natürlich, bevor es weitergeht, ein wenig Sachen herstellen, um Platz in der Tasche zu bekommen. So, Feuersteine kann ich auch herstellen. 9 habe ich. 10. 10 sollten erstmal reichen. Erstmal geht es gerade um Geld. Denn hier im Berg gibt es den ersten Skill, den ich sagen würde, dass wir ihn nehmen würden. Und zwar erhöht er das maximale Mana und schaltet uns den Weg frei zu besseren Runenwörtern. Und ebenfalls sorgt es dafür, dass wir nicht mehr in der Nebenhand, wie jetzt gerade, dieses Buch halten müssen. Dieses Runenbuch. Also gibt es wirklich ganz, ganz viele gute Sachen. So, und das hier verkaufe ich jetzt. Ja, verkaufen wir jetzt. So, Meeresfrikassee ist das, was ich esse. Pilzläuterer esse ich nicht. Das esse ich nicht. Halt alle. Jerky esse ich nicht. Was haben wir hier noch? Oh, das ist eine Menge wert. Oh, stellt Maler, verbranntes Maler und verbrannte Ausdauer wieder jedoch Gesundheit weg. Ah, das ist jetzt nicht so geil. Aber erstmal kümmern wir uns um die Sachen, wo ich mir sicher bin, dass wir sie verkaufen können. Ja komm, das Kristallpulver weg. Dann haben wir nämlich, glaube ich, genug. Oder hat nicht genug Silber? Krass. Das hatte ich auch noch nicht. Dem ist das Silber ausgegangen. Okay, dann müssen wir zu einem anderen Händler. Da vorne ist dann noch jemand. Kann ich dir helfen? Guck mal, sie hat Geld. Das ist gut. So, wo haben wir es? Ich habe hier die Brandmittel und so ein Zeug. Naja, genau da. Brandmittel. Wunderbar. Und jetzt 600. Dann müssten wir doch jetzt den einen Skill oben lernen können. Bei dem, wo wir die Runenbücher auch gelernt haben. Oh, den Raufwurz habe ich gar nicht gesehen. Wenn wir das gemacht haben, würde ich sagen, könnten wir eigentlich schon nach draußen, ne? Und ein wenig die Wildnis um Berg herum anschauen. Ich muss auch die Karte mir ein bisschen aufteilen. Damit ich da ein bisschen besseren Durchblick habe. Oh. Nett. Okay.
Ach, hier ist mein Pflanzenzelt, ne? Das bleibt jetzt hier, oder wie? Man kann es zerstören. Nö, dann lassen wir das hier liegen. Dann lassen wir das hier erstmal liegen. Dann weiß ich ja, wo ich ein... Wie kann ich dir helfen? Zelt habe, was auch Gesundheit und... Ach, Gesundheit. Essen und Trinken berücksichtigt. So, maximales Mana um 40. Ja. So, und jetzt können wir nämlich hier oben hin. Zugang zu komplizierten. Sämtliche Runenserver sind mächtiger oder besitzen weitere Effekte. Ich denke, das hier ist mit eins der ersten, das wir lernen sollten, bevor wir das wandelnde Lexikon lernen. Denn wenn die mächtiger sind und Zusatzeffekte haben, bringt das natürlich deutlich mehr, ne? Gut, 100 ist über. Die behalten wir auch. So, wo ist denn mein Spickzettel? Hier ist mein Spickzettel. Wenn wir jetzt rausgehen, brauche ich meinen Spickzettel. So, warte mal. Meeresfrikassee. Hier. Wunderbar. Physischer Schutz ist blau-lila. 1, 2. Die Waffe ist rot-lila. 4, 2. Jetzt haben wir auch eine Waffe. Ah, ja, ja. Das ist... Die Waffe stecken wir nämlich hier mit weg. So. Und dann gibt es noch die Falle. Rot-grün. Das ist merkbar. Rot-grün. Ich werde zwar häufig noch hier runter gucken, sonst vergesse ich es einfach. Aber irgendwann werde ich es drin haben. Gut. Letzte Folge waren wir auf einer anderen Seite der Stadt raus. Jetzt gehen wir mal hier, wo wir auch reingekommen sind, raus. Und jetzt schauen wir mal. Wir sind hier. Hier starten wir. Hier ist Berg. Hier waren wir auch schon. So, und hier waren wir. Da sind wir lang gelaufen. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch. Warte mal, den machen wir weg. Den machen wir weg. Und den machen wir weg. Dann gehen wir doch mal zur zerstörten Siedlung hin. Die ist hier einfach nur über die Brücke drüber. Dann gucken wir uns die mal an. Niemand hier. Aber die zerstörte Siedlung müsste da vorne sein. Keine Fallen drauf, das ist sehr schön. Bin ich aus Cierzo so gewohnt, also aus den Halbinseln, dass Fallen auf den Brücken sind. So, die Fische da unten nehmen wir mit. Brauchen nämlich das Geld davon. Also das Geld, was wir mit den Fischen machen können. Regenbogenforelle werden wunderbar. Mich interessiert auch dieses große Konstrukt da oben. Da. Diese Art Kolosseum. Ich würde sagen, da bewegen wir uns einfach mal hin. Doch erstmal müsste doch jetzt gleich hier links irgendwo die zerstörte Siedlung sein, oder? Wahrscheinlich muss ich um den kleinen Vorsprung hier rum. Um diesen Hügel hier. Hügel. Vorne sind noch Fische. So. Was ist das? Ah, hier ist eine Wespe drin. Fuck. Ah, okay. Moment. Falle ist grün-rot. Grün. Rot. Können wir hier rüber? Hä? Und der hat doch gar keine Falle gemacht. Rot-grün! Hupala. Rot. Grün. Alter, der sieht riesig aus. Toll, jetzt fliegt hier die Wespe rum. Machen wir das so. Nicht getroffen. Hallo! Hallo? What the? So, jetzt... What? Oh! Oh! Der sieht aus, sieht richtig stark. Habe ich hier noch die Falle? Nein.
Okay, dann machen wir das mal so. Ich habe was falsch gemacht. Aber das kann ich jetzt nicht korrigieren. Okay. Also, grün-rot ist Falle. Ne, rot-grün. Rot-grün? Rot-grün. Krass. Wunderbar. Du kriegst mich nicht. Oh, the fuck? Rot-grün. Nochmal rum. Sieht ganz okay aus. So, wo ist er? Wo ist er denn jetzt? Warte mal, rot-grün. Rot, grün. Kein Mana! Falsche Taste. Zum Glück ist er gerade gestorben. Junge. Was bist du? Ein Ascheriese. Riesenheit. Großaxt. Riesenherzgranat. So, wo ist jetzt die Wespe hin? Alter. Mein Kater will rein. Okay. Zwischenaufpause. So, und weiter. Also ein Ascheriese hält schon echt super krass viel aus. Die Runenwörter müssen stärker werden, dann ist das ein bisschen einfacher. Da vorne ist wieder dieser rote. Da ist der. Ich habe aber nicht genug Mana. So, diese Axt macht 40 Schaden. Legen wir die mal an. Mhm. Okay. Runenbuch da. Gut. Haben wir irgendwas, was Mana schneller wiedergibt? Oh, ich habe nicht mehr so viele. Ja, ich hatte einen Trank. Einen Trank. Der ist wahrscheinlich gerade der, den ich gefunden habe, ne? Wie lange hält das noch? Mehr als genug. Tja, was machen wir denn dann jetzt? Mana-Kosten verringert Gewehrenwein. Hätte ich ja mal benutzen können. So, ich brauche welche, die in eine Tasche verschoben werden. Zwei Stück. Dann würde ich sagen, versuche ich den einfach mal im Nahkampf. Ich meine, ich habe einen super guten Ausdauerregeneration und mit der Waffe lila, rot-lila. Lila. Können wir das mal ausprobieren? So, Kollege, jetzt gibt's ein paar aufs Mütze. Auf so Mütze. Wunderbar. So, dann können wir den mal umgucken. Was ist das denn? Alpha-Korallenhorn. Oh, der hat Korallenhorngeweih und das Alpha-Fleisch. Mit Alpha-Fleisch kann man übrigens auch Alpha-Sandwiches machen. Ich weiß zwar nicht, wofür die sind, aber... Hier müsste doch jetzt irgendwo das... die zerstörte Siedlung sein, oder? Das sieht doch gut aus da vorne. Ja, das sieht doch nach zerstörter Siedlung aus. Wunderbar. So, eben hier oben auf der... Wiese mal einen besseren Einblick bekommen. Dort sind Wegelagerer. Gott, die Wegelagerer sollten ja nicht allzu schwer sein. Ein bisschen Mana habe ich. Falle. Falle ist rot-grün. 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 Falle ist wichtig. Und jetzt sehe ich schon wieder die Wespe. Sekunde.
Die schnapp ich mir. Ich habe gar nicht Pause gedrückt, sehe ich gerade. Okay, die ist weg. Grüner Pilz. Lecker, lecker grüner Pilz. Kann man hier was aus den? Nein. Oder? Nein. Da vorne ist aber was. Ich glaube, mich hat einer der Banditen gehört oder gesehen. Ölbombe. Oh, diese Bomben, ne? Die habe ich auch noch nicht benutzt. Da vorne ist er ja. Gut, Kollege Schmalspur. Dich machen wir auch mit dem Schwert. Also ich mache gut Schaden, das hat nur kaum Wucht. Das ist mein Problem. So, Kollege. Was haben wir denn hier? Ja, wir können auch ein bisschen Gesundheit verlieren, mal hin und wieder. Ist ja nicht so schlimm. Mana ist das Schwierigste. Hm? Holz? Achso, Holz sammeln. So, dann gucken wir uns mal weiter um hier im Dorf. Hier sind vor allem eine Menge grüne Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. So, ich denke, wir machen hier im Dorf auch schon mal den Screenshot. Mal gucken, welcher Platz hier gut geeignet ist. Der hier? Nee, der Dorfeingang vielleicht. Hey, mein Schwert ist weg, das wollte ich behalten. Rot, lila. Rot, lila. So. Ja, dann nehmen wir. Einstellungen, HUD anzeigen. Und wunderbar. Schon können wir weitermachen. Also, Dorf haben wir gefunden. Wo waren wir jetzt noch? Also das hier haben wir. Ich mache mal die Sachen, wo wir schon waren, einmal blau. Hier ist jetzt nichts. Dann heißt, ich kann mir die Hüngel der Wände, heißt das vielleicht? Ich würde mal sagen, wir laufen hier einfach rum. Hier. Und gucken uns einfach mal um den See herum. Um. Wir noch schauen auf der Rückseite der Siedlung. Da ist ja noch der ganze Fluss hier, der lang geht. Da wird es doch bestimmt auch noch was geben hier, oder? Da rechts scheint nichts zu sein. Nö. Nee. Da sind Treppen. Bin ich bis hier hingelaufen? Bis zum Wachturm? Sieht so aus, ne? Bin wohl schon bis zum Wachturm gelaufen. Oh. Geh ich jetzt auf. Ach komm, wir gucken uns den Wachturm an. Dann machen wir das. Halt du Holz, ich wollte den Rauchwurz. So. Schönen großen Bögen laufen, ne? Nicht, dass man irgendwo auf einmal in einen Hinterhalt gerät. Ah. Wollpilz. Nett. So. Oh! Dann habe ich die Idee. Wir bereiten schon mal Fallen vor. Rot-grün ist es. Oh, ich muss was essen. Rot-grün. Wie viel Mana habe ich? 50. Damit kann ich nicht ganz 3 Fallen machen. Mein Schwert müsste auch gleich ablaufen, wenn ich mich nicht vertue. 30 Sekunden noch. Dann machen wir erstmal ein neues Schwert. Rot-lila. Rot-lila. Und jetzt brauche ich noch Fallen. Rot-grün.
So. Rot. Grün. Rot. Grün. Oh, ich kann immer nur eine Falle legen. Mist. Mana ist alle. Wow! Okay, gut, dass das Schwert so viel Schaden an dem macht. Alter. Ist ja unpredictable, das Ding. Was, wie heißt das? Bestien? Ne, Beast Golem. Ich glaube, das wollten wir auch für... Da ist noch einer. Ein Dreck. Wie gesagt, komm, dann mach ich mit Feuersiegel und so, aber geht ja nicht. Ich hab keinen Mana. Mal den hier. So, einmal die blaue Pulle an den Hals. So, rot-grün. Rot. Grün. Erledigt. Upala. So, ein Palladium-Nägel. Aha. Gut. Noch einer da? Also mit dem Fallen kann man wirklich sehr gut arbeiten, muss ich sagen. Die sind wirklich, da kann man die immer schön in sich reinziehen. Das hat aber auch schon mit den Fallen und dem Endigo in der Banditenfestung gut funktioniert. Also das ist jetzt nicht etwas, was rein für Magier vorbehalten ist, ne? Stolperdrahtfallen sind schon auch recht gut. Du musst nur die richtige Falle für den richtigen Gegner benutzen. So. Und eigentlich, ich bin auch ein Pappenheimer, ne? Eigentlich könnte ich mir auch mal so ein Gelehrtengewand und so ein Kram zulegen, dann verbrauche ich nicht so viel Mana, ne? Tja. So, Vorratskiste. Kann ich die nicht öffnen? Doch. Stolperdraht und ein bisschen Brandmittel, okay. Brandmittel, diese Taschen, die sind übrigens für die Druckplatten. Die habe ich nur mal gesehen, wie die eine eingesetzt hat. Selber habe ich sie noch nie eingesetzt. Aber die sind, glaube ich, auch echt krass. So, hier ist nichts. Und hier? Auch nichts. Kann man da oben denn irgendwo hin? Da sieht es nach einer Tür aus. Ja, ist eine Tür. Dann gucken wir uns mal den Wachturm an. Lässt sich eine Laterne hängen, die dir Licht spendet, während du die Hände frei hast. Das ist doch 100 pro eine Falle. Warte, erstmal ein Schwert holen. Hört ihr das? Da bewegt sich irgendwas. So, kann ich... Ich habe kein Öl, meine Laterne ist fast ausgebrannt. Okay, öffnen wir die Truhe. Rucksackübergewicht. Irgendwie muss doch... Ich habe eine Idee. So, wir fangen an mit der Stolperdrahtfalle. Wie geht? Die kann ich hier setzen. So. Stolperdrahtfalle. Da kommen rein Nägel. So, jetzt machen wir hier eine Rot-Grün-Falle. Warte mal, ich habe noch eine Druckplatte, ne? So. Du besitzt nicht die erforderliche Ausbildung. Lol, man muss dafür eine Ausbildung machen. Okay. Rot-Grünes Falle. Dann würde ich sagen, Rot, Grün... Oh, ich habe rot-lila gemacht. Rot, grün, Falle liegt.
So, dann kann ich wieder rot. Au! Oh! Grün. Okay, die Falle ist am besten für die. Alter, was ist das? Lauf durch die Falle. Lauf durch die Falle. Nice. Ich sehe dich da vorne, ich bin nicht blind. Ich kann mich teleportieren mit den Dingern. Okay. Machen wir das mal. Machen wir das. Ich habe eine ziemliche Menge an Sachen hier im Rucksack. Ach komm. Physischer Schutz ist. Aber ich brauche keinen physischen Schutz, das sind Geister. Rot-Grün brauche ich. Rot. Teleportieren. Grün. Komm hier durch. Alter. Krass. So, rot. Teleportieren. Grün. Wie geil. Die platzen einfach weg. Okay, sind zwei. Rot. Grün. Geil. Jetzt haben wir nur das Problem, dass ich keinen Mana mehr habe. Dann räumen wir in der Zwischenzeit mal kurz die Tasche auf. Also, die können raus. Die benutze ich nicht. Und was das Mana wieder gibt? Man hat die Mana-Kosten. Ich habe schon wieder vergessen, den Gabärenwein zu trinken. Ansonsten nichts, ne? So, so, so. Okay, das sollte reichen. Sind da einer oder zwei? Es ist einer. Rot. Teleportieren. Grün. Das ist mega cool. Vorne rechts ist so eine rote Kugel. Okay, gehen wir zuerst nach links. Links sind die Kisten. Dann gehen wir zuerst nach links. Okay, wie viel Mana habe ich? 17. Das reicht für meine zwei Runen. Rot. Grün. Wunderbar. Ist hier ein Astraltrank? Nicht. Aber ein Korallenhornbogen. Krass. Nett. Gut, ich lege jetzt einfach mal den Stahlsäbel an. Denn dann ist die Tasche nicht so voll. So, dann gehen wir doch mal. Man kann sich mit denen auch teleportieren, okay. Wie viel habe ich? 14, das reicht noch nicht. Ich brauche 16. Wunderbar. So, damit haben wir alle Gespenster bis auf eins erledigt. Ist hier ein Astraltrank? Auch nicht. So ein Pech, ey. Okay, wo bringt der mich hin? Wieder zum Eingang. Okay. Okay. So, gehen wir hier links. Oh.
Meeresfrikassee schon wieder nicht am Laufen. Gut. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was diese rote Kugel gleich sagt. Das ist Gespenst, sieht mich. Die rote Kugel scheint nicht feindselig zu sein. Das scheint irgendwas zu sein. Zwölf Mana, noch nicht genug. Ich hab halt nichts, ne? Ich hab Sternpilze, aber mir fehlen Tourmaps. Dann könnte ich mir Mana-Tränke bauen. Also Astraltränke. Gut. Reicht. Geh rein. Wunderbar. Er hatte einen Saphir dabei und was ist das? Hä? Man hört, als wären da irgendwelche Seelen drin, aber das war's auch. Okay. Gut, dann hier waren noch so ein paar Teleporter. Der da zum Beispiel. Wo bringt der einen hin? Nicht denn jetzt? Ach, hier. Ah. So. Verstehe. Ja, ich weiß nicht, was das Rote auf sich hat. Vielleicht gibt es irgendwann eine Aufgabe, dass wir da hin sollen. Und ich habe es jetzt einfach ein bisschen vorweggenommen. Aber das ist schon komisch. Hier, guck mal da hinten. Das sieht aus, als ob da ein Turm wäre, der schräg steht. Gut. Nette, kleine Dungeon hier, ne? So, mit viel Items in der Tasche können wir uns jetzt auch wieder zurück nach Berg begeben. Und da ein paar Sachen verkaufen. Der Enmekar-Wald. Pflanzen und Pilze sammeln ist der einfachste Weg, Nahrung zu finden. Im gekochten Zustand verrotten sie auch nicht so schnell. Wie oft haben wir schon gelesen? Weiß ich gar nicht. So. Ist hier auch so ein Flüstern jetzt gerade die ganze Zeit? Dieses... Ach, guck mal, da ist noch so ein... Oh, du hast... Da ist noch so ein... Bestien-Golem. Können wir ja gleich machen. Guck nur gerade mal eben, ob hier irgendwo noch was ist. Ist hier nicht. Hier oben? Es ist schade, bei den Halbinseln war immer sowas auf den Bergen. Hier sehe ich halt einfach gar nichts. Hier ist nichts. Ist schade. Wirklich schade. Na gut. Immer ein Bestien-Golem mal weg. Brauche ich eine Waffe? Ja. Rot-Lila. Rot-Lila ist Waffe und Rot-Grün ist Falle. Da ist er ja. Mana alle, Mana alle. Okay. Hat auch geklappt. Ein bisschen zu früh in den Kampf gegangen. So. Aber jetzt gehe ich mal da oben auf diese Plattform hier. Nicht Plattform, auf diese Wiesen hier. Wird doch irgendwo was sein, oder? Nichts. Warte mal. Holz. Einfach nur Holz, okay. Was ist das da vorne? Erde. Ist nichts. Wie doof. Komm, lass mich hier hoch. Los, lass mich hier hoch. Nein. Ich kann nicht hoch. Okay. Dann machen wir das doch mal so. Säbel in der Hand. Flaschen sind voll genug. Zurück nach Berg. Den Weg dahin werden bestimmt auch noch ein paar Fische zu angeln sein. Nette Musik.
Hier oben ist halt einfach nichts. Das ist richtig traurig. Das ist so verschenkter Entdeckerlust. Wenn das nie da ist. Eine Enttäuschung. Unten ist schon wieder so ein Ding. So ein Golem. Bestien-Golem. Machen wir den Bestien-Golem? Zwei Fallen und... Ja, komm, wir lassen nochmal ein bisschen das Mana regenerieren und gehen dann von außen rum hier. Vorne rechts ist er irgendwo. So. Brauchen wir noch nicht mal eine beschworene Waffe für. Jetzt haben wir mehr als genug von den Bauteilen, die... Was war das nochmal? Ich glaube, es war eine Händlerin aus Berg, die das haben möchte. Diese Bestien-Golem-Teile. Perfekt. Ist da zufällig Salz oder was ist das da auf dem Boden? Das ist Eisen. Hier unten im Tal, neben dem Fluss, ist Eisen. Meanwhile, mitten auf dem Berg, wo ich es erwartet hätte, ist es nicht. Habe ich mich getäuscht. Oh, Blausand und eine rote Regenbogenforelle. Nett. Vorne sind noch mehr Fische. Hauptsache, wir stoßen jetzt gleich nicht auf so einen Ascheriesen wieder. Die Dinger sind mega mies. Okay, ich liebe das Wasser an Fischen. Ah, Kieskäfer. Nett. Das ist doch mal ein Anfang. Mache ich die? Nein, ich laufe weg. Keine Lust. Ich laufe vor denen weg. Ist ja nicht so, als hätten die im Normalfall auch gute Sachen dabei, ne? Haben sie seltenster Fälle, die Banditen. Ah, oh, und direkt müssen da zwei sein. Okay. Vier. Drei. Dann kommen wir hier rüber. Vier. Drei. So. Erst erledigt. Ein Leutnant was. Da vorne ist, glaube ich, das ist ein Magier. Dann würde ich sagen, gehen wir den im Nahkampf an. Siehst du, das ist ein Magier. Ich halte mehr aus als du. Beziehungsweise ich teile mehr aus als du. So. Was haben wir denn hier? Oh, für Gesundheitstränke. Nett. Wir kommen aber ganz schön schnell Gegner neu. Mein lieber Scholli. So, da vorne ist Berg. Gehen wir noch rein. Und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir zusammen haben für die nächste Folge, ob wir vielleicht noch einen weiteren Skill lernen können. Und wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal los. Und jetzt so ein bisschen um den Berg herum. Gut, ich würde hier schon mal ausschalten und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Hauen Sie rein. Tschüss. Was ist das?